Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Und da hinten ist auch schon der Wurm wieder. Moin moin. Und willkommen zurück. Oh, dann nehmen sie uns aber hier gleich aufs Korn. Oh, nehmen wir mal ein bisschen Brandmunition. Hey. Oh, halt, falsche Taste. Oh, ist er weggeflogen. Mann. Noch nicht mal angekommen, dann ballern sie gleich schon rum wie die Kaputten. Alles her. Her damit. Da unten kraucht noch einer rum. Nö, nun nicht mehr. Oh. Und was hat er da eben gepiept? Wie verrückt. Ja. Sind noch ein paar Überreste. Liegt hier ein Datenpad rum? Hm. Was gibt's denn hier noch für schöne Sachen? Her damit. Okay. Ansonsten ist hier nichts los. Jetzt gucke ich mal. Wo die Kiste? Ach, das war die wahrscheinlich schon. Oh, weg ist er. So, interessanter Ort. War ja nun mal sehr interessant. Und jetzt knickknack. Zu meinem Ziel. Der Nomad hat ganz schön zu kämpfen. Oh, die machen wir mal noch schön fertig hier. Ach, das war ja eben blöd. Das ging auch daneben. Wir wollen jetzt wirklich keine Panne haben. Muss doch irgendwas sein, damit sich der Ausflug lohnt. Ja, ne? Genau das habe ich eben auch so bei mir gedacht. Na komm, schon mal ein paar Überreste. Ach, noch mehr. Ich habe irgendwas anderes aufgehoben. Ach, die Kiste hier. Aber nö, hier ist nichts. Außer nur dem Wurm im Rücken. Muss doch irgendwas sein, damit sich der Ausflug lohnt. Nee, hier ist nichts, Alter. Doch, da. Hier. Ansonsten war's das. So, komm. Schnell weg hier. Oh nein. Was ist los? Von wem kriege ich denn hier eine verbraten ständig?
Ich hoffe doch nicht von dem Wurm. Oh, das ist ganz böse. Also, das muss ich mal noch rausfinden, was das ist. Also die Nummer mit dem Wurm ist sowieso eine komische Sache. Warum wir den nicht killen können. Pathfinder, dies sind die ungefähren Koordinaten, die ich aus den Hinweisen in der Wohnung des Salarianers ableiten konnte. Aber das war die Reise ja echt wert. Nur ungefähr. Als Sandlöcher. Wir sollten uns vielleicht mal unter der Oberfläche umsehen. Irgendetwas war hier und wurde in diese Richtung geschleift. Na denn. Oh, mal Perpedes hier den Spuren hinterher traben. Ich hoffe doch nur, dass das jetzt hier nicht eine Ewigkeit dauert. Plünderer, das könnte spaßig werden. Die Spur führt direkt zu Ihnen. Na denn. Knarre raus. Ach, du ahnst es nicht. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen erholen hier. Und ich schieß mal von hinten ein bisschen mit der fetten Flinte rum. Hüftschuss. Und jetzt in den Ellenbogen geschossen. Salem, was ist hier passiert? Salem, finden Sie das nicht etwas zu vertraulich für unsere erste echte Begegnung? Das ist nicht witzig, Salarianer. Ich hatte Sie kontaktiert, weil ich darauf hoffte, einer meiner Verdächtigen würde etwas Unüberlegtes tun. Leider hat er es tatsächlich getan. Ich denke, er wollte mich hier draußen verschwinden lassen, während er mein Tarngerät benutzt. Jeder Salem, dem Sie begegnet sind, war in Wahrheit Dr. Aiden. Aber Sie haben... Er hat mich gebeten, einigen Spuren nachzugehen, die ihn belasten könnten. Lassen Sie mich raten. Aiden wollte, dass Sie die Indizien scannen? Ich hatte vermutet, dass der Verräter Botschaften in optischen Encodern versteckt hat. Diese Botschaften waren der Beweis, den ich brauchte. Allerdings würde ein derart leistungsfähiger Scanner wie Ihrer sie löschen. Aiden hat Sie und meine Nachforschung benutzt, um seine Spuren zu verwischen. Was für ein raffinierter Mistkerl. Genau, ihr beide habt mich benutzt. Ich habe das Gefühl, ich bin für Sie und Dr. Aiden nicht mehr als eine Schachfigur. Wenn Sie meinen, viel wichtiger ist aber die Frage, wessen Schachfigur Aiden ist. Alle Spuren führen zurück zu unserer Arche. Aiden hatte nicht die nötige Freigabe, um Logs oder Navigationsdaten zu ändern. Dennoch ist er eindeutig schuldig. Ich nehme an, Aiden ist der Strohmann einer Verschwörung, an der auch die Cat beteiligt sind. Und er ist der Schlüssel, um sie auffliegen zu lassen. Das stimmt. Irgendwie haben wir nichts in der Hand. Aber vertrauen tue ich dem auch nicht.
Ja, vermutlich. Nur leider hat Aiden alles beseitigt, was wir gegen ihn in der Hand hatten. Und ich wette, Rand Lawn ist verschwunden. Aiden hat den Pfeil vergessen, mit dem er mich vergiftet hat. Er steckt immer noch in meiner Brust. Kontaktieren Sie Aiden. Geben Sie sich ahnungslos und bitten Sie ihn um ein Treffen. Ich werde auch dort sein und ihn verhaften. Wir bräuchten einen Ort, an dem wir uns mit Aiden treffen können. Irgendwo auf neutralem Boden. Es gibt auf Kadera einige Höhlen, die dafür in Frage kämen. Mhm. Klingt gut. Schick ihm eine Nachricht. Genau. Erstmal noch ein bisschen Schattenboxen machen. Ja, was war mit ihm da eben gerade? Lag da noch still in der Ecke und jetzt ist er weg. Noch ein bisschen rumscannen. So, nö, zum Nomad, da laufe ich doch jetzt nicht hin. Muss sowieso wieder zur Tempest. Oh, verdammte Axt, ich habe gedacht, das nimmt jetzt hier ein Ende, aber nö, ist nicht. Geht noch weiter, die Show. Und ich wollte eigentlich nach Meridian reisen. Jetzt ist da so eine lange Quest. Verdammte Axt. So, na dann, mal auf nach Kadera. Eiern mal wieder darum. Ach, Haval wäre mir ja lieber. Ich Idiot bin letztens von Haval wieder weggeflattert. Gerade wegen der Quest. Ich hätte gleich mal gucken sollen, ob ich das finde, wo man den Fusionsmod bekommt. Den super tollen. Wo ich leider nicht mehr genau weiß, was wofür der überhaupt gut ist. So, Kadera, da war ich hin. Was ist los? Kein Sound. Doch, jetzt wieder. Super. So, halt einmal kurz durchscannen. Kann ja sein, dass hier irgendwo eine Anomalie rumspürt. Aber nein. Na komm, überspringen. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Und dann auch wieder noch raus, weil irgendwo, wo ich irgendwo noch eine Höhle suchen muss. Oh Mann, ey. Hätte ich mich da nicht mit ihm auch in der Kneipe da auf Kadera treffen können? Jetzt muss ich dann die Slums runter. Das dauert ja wieder alles Ewigkeiten. Nee. Hier. So. Fertig. Und wie immer, Cora und den Krogana im Gepäck. Die beiden sind gut. Schade, dass man die nicht abwählen kann. Dass man im Prinzip nur einen mitnimmt und nicht mal zwei. Dass man dann mal oder mal so eine Solo-Show macht. Alleine mal ins Gewölbe gehen. Als Lone Ranger. Da muss ich mich als Nickname der Wolf. So würde ich mich nennen. So. Knick-knack, Schnellreise, irgendwo. Nee, immer noch nicht. Jetzt. So, welche Höhle nehmen wir denn? Hier. Auch einen Berg hocheiern. Meine Güte. So, das dauert jetzt auch wieder einen kleinen Moment. Bleib mir ja hier.
Mal gucken, ob ich noch irgendwo ein bisschen Bergbau betreiben kann. Sieht nicht so aus. Ja, das kann ich auch, jetzt kann ich es auch ausmachen. Halten Sie die Augen offen. Ach komm, die nehme ich mal noch mit hier, die Pappnasen. Oh, was war denn das hier für ein Kokolores? Das war ein sauberer Schuss. Ja, von wem? Bestimmt nicht von mir. Schwefelfallen. Ja, das habe ich jetzt gebraucht. Ein kleines Leckerchen. Kommt man da oben irgendwo rauf? Sieht nicht so aus. Okay, dann war die Nummer hier gerade eben umsonst. Was ist das für eine Kiste? Cool. Suche ich hier denn noch rum wie ein Honk. Ah, aber tatsächlich, hier gibt es nette Höhlen. Jetzt gucke ich mich mal hier noch mal kurz um. Zur Hölle ist das hier. Ach, die Schwefelquellen. Alles klar. Und was hat da vorhin so geknallt? Dann lese ich das erstmal. Schwefelquellen. Was ist denn hier? Schon abgesammelt? Aber hier die Kiste noch nicht. Da sind Sie ja. Sind Sie den Spuren nachgegangen? Ich habe herausgefunden, dass Sie ein Cat-Kollaborateur und Mörder sind. Und eines Ihrer Opfer hat überlebt. Alte Spione sind also wirklich unverwüstlich. Dieser alte Spion würde sie fertig machen, wenn er nicht noch einen Beweis in seiner Brust hätte. Ich wollte Ihnen ein würdiges Begräbnis bieten. Die Zeit war zu knapp, um Sie von unserer Sache zu überzeugen. Es war weder logisch noch taktisch klug, Ihre Arche an die Cat zu verkaufen. Tja, Ihnen fehlen Informationen. Einige von uns wurden früher geweckt, um die Arche bereit zu machen. Dann stießen wir auf die Cat, einen unbesiegbaren Feind. Also haben wir entschieden, unsere Arche zu opfern. Wir wollten die Geheimnisse der Cat erforschen, um sie und ihren Aufstieg eines Tages vernichten zu können. Hey, ich weiß, wie wir unseren Aufstieg verhindern, indem wir aufsteigen, Idiot. Hören Sie, es gibt außerhalb von Helios ein ganzes Reich der Cat. Sie sind allmächtige Eroberer, die irgendwann hier einfallen werden. Was wir herausgefunden haben, könnte uns vor der Vernichtung bewahren. Schenken Sie uns die Freiheit und wir verraten es Ihnen. Vergeuden Sie dieses Wissen nicht. Was am Arr. Sperren wir ihn ein. Och, weißt du was? Ich bin ja kein Schwein. Erstmal fragen. Was genau haben Sie mir anzubieten? Einzelheiten über das Reich der Cat, Vasallen, mögliche Schwachpunkte, Geheimnisse über den Aufstieg. Die wir nicht überprüfen können. Sie könnten das auch einfach erfunden haben. Wir mussten für diese Information Zivilisten opfern, Major. Wollen Sie, dass das alles umsonst war? Okay, ich bin für Freiheit, für Informationen. Sie sind der letzte Dreck. Aber wenn uns Ihre Geheimnisse retten und im Kampf gegen den Aufstieg helfen können, genau, haben wir einen Deal. Soll mir recht sein. Wir können ihn und seine Kumpels auch später noch umlegen. Genau. Er hat denen unsere Arche überlassen.
Und wir haben sie gerettet. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir uns verschaffen können. Vertrauen Sie Aiden, ist das Ihre Verantwortung. Wenn ich ihn wiedersehe, können Sie ihn nur noch an den Zähnen identifizieren. Ich schicke Ihnen sofort sämtliche Informationen, die ich habe. Mein Leben liegt in Ihrer Hand. Danke für Ihre Weitsicht. Sie wissen nicht, wie viele Leben Sie dadurch retten. So, oh, abgeschlossen. Welch Freude. So, wenn ich ja schon mal hier bin, kann ich auch hier nochmal eine Runde drehen. Ob hier irgendwas Schönes noch zu finden ist. Aber bestimmt nicht. Halt. Mann, das dauert ja Ewigkeiten. Schon mal in der Höhle. Ich weiß es nicht. Und wenn, dann komme ich bestimmt noch mal her. Ach. Freunde! Ja, doch, ich war hier schon mal drin. Ich habe ja auch sämtliche Dinge hier abgesammelt. Ja, da hüpfe ich jetzt nicht rein. So, kann ich von hier aus eigentlich auch schnell reisen? Nee. Ich komme nicht auf eine andere Ebene. Oh. Verdammte Axt, jetzt bin ich hier auch noch. Oh. Mistvieh. Ich habe mich jetzt hier von dem Rumpffiepsen beeindrucken lassen. Und habe den gar nicht bemerkt. Ach komm, was ist, ich suche jetzt hier nicht weiter. So, ich hoffe, ich gehe jetzt in die richtige Richtung. Natürlich. Also die Geräusche, die man hier so hört. Hm? Können ja Angst einflößen. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Das hat er schon mal gesagt. Ich kann mich dran erinnern.
Erledigt. Recht hat sie. So, raus hier aus der blöden Höhle. Ja, und dann mache ich mich auf den Weg nach Meridian. An der Stelle lohnt sich tatsächlich, einen Cut zu machen. Ich gehe von hier auf die Tempest. Und dann mache ich die Quest weiter, die Reise nach Meridian. Oder zu Meridian. Oder weiß der Teufel was. Die klicke ich gleich mal an. Muss bloß warten, bis ich da... Genau, bis hierher wollte ich. So, zack und... Die Reise nach Meridian. So. Da geht's weiter. Sie sind jetzt im Orbit von Kadera. So, und ich muss... Ach, das ist hier auf der Tempest. Jetzt habe ich das erstmal nach oben gelesen. Okay, ja, dann kann ich hier bleiben, ein Speicherchen machen und ja, in der nächsten Folge mache ich damit weiter. An der Stelle, Dankeschön fürs Reinklicken. Ne? Bis dahin, tschüss, euer Olli.